irgendwie gruselig aus. Seid gegrüßt. Ja. Und? Gut so. Ich danke euch, Reisender. Nicht jeder würde sich die Zeit nehmen, einen einfachen Bauern zu helfen. Ich werde euch bei Algenguahirten in Steinfälle lobpreisen. Oh, wie nett. Und Kohle und Stufenaufstieg? Nicht Stufenaufstieg, okay. Ja, okay, doch. Finde ich nicht schlecht. Talks to the Großmeister. Ich verstehe zwar gerade auch da wieder jetzt nicht, warum das eine schwerere Quest ist. Ich hoffe, die ist jetzt nicht wirklich irgendwie schwer. Cheater höher? Oh, wer spielt die schöne Musik? Musik. Das wird doch total schön. Sagen? Seid gegrüßt. Also die Khajiit hier sind ziemlich entweder die sind irgendwie haben sich ziemlich arg verbrannt oder das ist ein ziemlich scheiß Haufen. Hallo. Halt. Muss man ja mal loswerden, ne? Seid gegrüßt. Okay. Du machst mir Angst. Es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht vertragen sollten, solange das Ale nur fließt. Das Ey. Der Staub macht es unmöglich, für Sauberkeit zu sorgen. Warum dann solche Mühe damit geben? Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl. Es gibt nie genug Pro. Hier fahren wir schon. Ah, den hatten wir als allererstes kennengelernt. Ah, mein Jagdbegleiter. Wie schön, euch mal aus dieser Höhe zu sehen. Mit diesem neuen Fuß bin ich so flink wie ein Eiswolf. Ach ja, das wird der mit dem kaputten Fuß. Er nicht. Der Gildenmeister will, dass sich alle nur auf diesen Daedra-Vertrag konzentrieren. Ich bin da lieber flexibel. Und offen für das, was das Schicksal so bringt. Kommt ihr und läuft in der Wildnis miteinander klar? Jawohl. Stiefel ist der beste Jagdpartner, den man sich wünschen kann. Er ist schnell und tödlich und er hält die Klappe. Wir haben vor, Jagd auf Großwild in Deshaan zu machen. Stimmt's, Stiefel? Dumpfstiefel? Stiefelriemenbill oder was? Läuft in Wildnis. Es ist schon komisch mit diesen Lohnklingen der Kriegergilde. Sie jagen alle Daedra. Warum gerade Daedra? Wer bezahlt sie dafür? Gute Frage. Ja, okay. Ich gehe ja schon zum Grüße. Questpunkt. Oh, das ist so schön einfach, ne? Es kann auch echt idyllisch sein, in den Schatten und die Sonneneinstrahlung, die schön ist. Es ist einfach wunderschön. Ich liebe sowas immer. Ich mag Spiele, die halt einfach total groß Open World und so sind, ihren eigenen Stil haben, aber sich, also, der hat aber trotzdem, der aktuellen Hallo. Grafik entsprechen. Die müssen nicht die beste Grafik haben oder so. Ich finde es schon immer schön, wenn Spiele halt der aktuellen Grafik entsprechen, wenn es halt so eine großen Titel sind.
dann ist so ein Titel hier schon echt eine wertvolle Sache. Juhu! Die Briefe sind auch echt toll. Huch. Also, Nick ist gar nicht so zu Dauer einsammeln. Inventar voll. Ich kotz gleich. Und das ist auch hier eine echt tolle Sache. Das ist so. Dem vollen Inventar lohnt sich das kaum. Wenn ich mir das nur abgewöhnen könnte mit Tab, wenn man die ganze Zeit. Wir brauchen nach wie vor die Titräge keinen Platz. Nun gut, leb wohl. Oder sterb wohl, oder was auch immer hier gerade vorhab. Juhu! Selbst das passt nicht mehr rein. Ach man, das ist schon jämmerlich. Man kriegt später noch mal die Chance auf einen größeren, auf mehr Inventarraum. Müsste ich eigentlich mal gucken, ob man das auch irgendwie skillen kann. Könnt ihr nicht sehen, dass ich wütend bin? Großmeister Omin Rees. Wer seid ihr? Was gibt euch das? Oh, der Held der Feste Virak. Ehre sei euch und eurem Haus. Dankeschön. Ich grüße euch, Großmeister. Was bringt einen Kriegshelden des Ebenherzpakts ins entlegene Kragenmoor? Ich wäre gerne etwas gastfreundlicher, aber heute lenken mich wichtige Dinge ab. Ich sehe schon, rumstehen und so. Es gibt eine höchst dringende Angelegenheit zu besprechen. Entschuldigt, doch die Vorhut erfordert derzeit meine gesamte Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, und die habt ihr gewiss, sprecht lieber mit meinem Seneschall. Danke, ihr wart mir eine Riesenhilfe. Eisen. Ach so, Essen. Obwohl, okay, der Teller war trotzdem auch leer, ne? Aber... Grüße. Sehe ich mal drüber weg. Offen? Ja. Achtung, Fremder. Sprecht leise, damit keiner von der Vorhut uns hören kann. Okay. Was ist hier los? Tanval Indoril und seine Vorhut haben hier auf ihrem Weg zur gepeinigten Spitze Halt gemacht. Zunächst weigerte sich der Großmeister, Tanval Zugang zum Berg zu gewähren. Doch dann packte Tanval der Zorn. Er befahl seiner Vorhut, den Sohn des Großmeisters als Geisel zu nehmen. Das klingt gar nicht nach Tanval Indoril. Tanval hat die Beherrschung verloren. Er muss aufgehalten werden, aber zunächst benötigt der Großmeister Hilfe. Nathrasluor, die Treppen hinauf wird mehr Wissen geht und viel Glück. Danke euch, Schneeschal. So, Flüsterrunde vorbei. So ein bisschen nervig, ne? So Stillpost spielen zu müssen mit den Leuten. Geht es nach unten oder nach oben? Oben, gut. Moin. Oh, schon wieder lesen. Ehre sei euch und eurem Haus. Was kann ich für euch tun? Schneeschallfahren hat mich geschickt. Wisst ihr, wo sich der Sohn, wo der Sohn des Großmeisters festgehalten wird? Nein. Das müssen wir von der Vorhut erfahren. Ihr habt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch in der Kaserne hier in der Stadt schleichen oder ihr könnt in ihr Lager angreifen. Wie komme ich in die Kaserne? Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um wie ein Teil der Vorhut auszusehen. Die Wächter am Tor weisen
jeden anderen ab. Sobald ihr drin seid, solltet ihr euch außer Sicht halten. Sprecht mit Kasha. Ich hörte, sie hat das, wonach er sucht. Oh, noch, ich glaube, ich weiß, was ich tun möchte. Ich werde mich in die Kaserne schleichen. Kasha ist gerade draußen, um ihre Waren an der Mauer des Herrenhauses zu verkaufen. Sobald ihr gefunden habt, wonach wir suchen, kommt hierher zurück und erstattet Denu Bericht. Sie wird wissen, was zu tun ist. Darf ich ein paar Fragen stellen, Nadras? Natürlich, ich sage euch alles, was ich weiß. Warum ist die Vorhut hier? Tanval Irodie ließ sie nach diesem Gespräch mit Großmeister Dries zurück. Unser Großmeister ist der Einzige, der jemanden Zugang zur gepeinigten Spitze gewähren kann. Er muss also eingewilligt haben, denn Tanval ist aufgebrochen. Warum ist denn die gepeinigte Spitze so wichtig? Es ist ein uralter Ort des Blutes, der Magie und der Macht. Sardal, der Bruder des Zwist, wird dort gefangen gehalten. Wir glauben, Tanval will das Korallenherz einsetzen, um Sardal zu befreien und dieses Monster auf das Dolchsturzbündnis zu hetzen. Wie könnt ihr damit leben, Sklaven zu halten? Jedes große Haus hat seinen eigenen Einflussbereich. Würdet ihr Halu seine Handelsverträge neiden? Das Haus Dres hat viel dafür getan, die weniger begünstigten Völker zu zivilisieren. Außerdem ist es inzwischen verboten, Verbündete des Pakts zu versklaven. Okay. Lebt wohl. Zum Gruße. Ebenso. Ja. Wunderschön. Kümmert euch um diese Frage. Wird man gleich mal wieder richtig glücklich, ne? Wenn es schönes Wetter ist und alles. Da. Na, Kasha. Ihr seid gekommen, um von dieser zu kaufen, ja? Der Großmeister gibt uns die besondere Erlaubnis zu verkaufen und zu handeln. Viele gute Waren. Man munkelt, ihr habt eine Uniform der Vorhut zu verkaufen. Schon möglich. Weiß nicht mehr genau. Kasha ist eine treue Dienerin und möchte nicht, dass dem Haus Dres ein Leid widerfährt. Nee. Auch wenn es schmerzt. Ein freundliches Geschenk bereinigt jeden Verdacht. Ihr wollt ein Paket für das große Haus Dres abholen, oder? Hier ist es schon. Vielen Dank, Asha. Okay. Betrated die Kaserne. Wo ist denn die Verkleidung? Kümmert euch um diese Front! Also doch irgendwie Verkleidung. Fest auf ihr nennt euch selbst Soldaten? Zum Gruß. Ich hab grad so ein bisschen Sorgen, dass ja. Ich hab grad so ein bisschen Sorgen, dass ich dann jetzt da gleich unverkleidet aus Versehen reingehe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man da jetzt gleich vorher
irgendwas erscheint, dass man durch die Aktionstaste sich verkleiden kann. So schlecht standen die Dinge noch nie. Ey, wollen die mich verarschen? Doch, da oben. Hallo. War ich ja voll auf dem richtigen Weg. Zum Gruße. Ich denke, ich bin noch falsch. Okay. So. Jetzt muss ich wirklich irgendwie... Nee, ich muss irgendwie die Verkleidung annehmen. Kaputt. Ich will wissen, wo der Scheiß ist. Ich hoffe alle. Sorry gerade für die Langfähigkeit. Irgendwo muss das doch hier sein, Verkleidung. Hä? Ich hab keine Ahnung, was euch jetzt ist. Ich probiere mal so da reinzugehen, aber das wird wahrscheinlich scheiße sein. Was wollt ihr, Soldat? Lass mich rein, ich habe wichtige Informationen für den Hauptmann. Wer seid ihr? Verschwindet, bevor ich Alarm schlage. Schon gut. Ja. Also so wird das nichts. Also ich habe jetzt gerade Sorgen, dass ich einfach zu doof bin, um das zu checken. Ja, genau. Und die nochmal zum Verkaufsstuhl. Seid gegrüßt. Ihr seid gekommen, um von dieser zu schon möglich. Weiß nicht mehr genau. Kascha ist eine treue Dienerin und möchte ein freundliches Geschenk bereinigt jeden Verdacht. Ihr wollt ein Paket für das große Haus Dress abholen, oder? Hier ist es schon. Ihr nennt euch selbst Soldaten? Hä? Och Manu. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Aus welchem Abwasserkanal haben sie euch Idioten denn herausgefischt?
Müsst jetzt mal einfach irgendwo zerstört das. Kümmert euch um diese. Geht's nochmal hin. Ihr seid gekommen, um von schon mögen. Du weißt, ein freundliches Geschenk bereinigt jeden Verdacht. Tja. Das hab ich zuerst echt arm gemacht. Jetzt habe ich das Ding. Na komm, wie sieht das Teil aus? Ja. Ah, das ist einfach Schmuck, okay. Und dann. Of all the Daedric princes, there's one with shocking gall. His goal, the domination and enslavement of us all. The god of schemes, the prince of pain, the captain of corruption, tills the land of Tamriel, and sows the seeds of destruction. The plain meld is nigh, the plain meld is nigh, our world will disappear. The plain meld is nigh.